Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, wir werden heute ein bisschen was Neues machen. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall eine Rahmenfabrik bauen. Das habe ich noch. Ich lager noch keine Rahmen ein. Das ist schrecklich und fahrlässig von mir. Das muss ich auf jeden Fall heute tun. Und den Rest werden wir sehen. Vielleicht machen wir es ein bisschen hübscher. Vielleicht bauen wir noch einen Hypertube. Ich weiß es noch nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit let's go. Testen wir ganz kurz nochmal unseren Hyperloop. Ja, ich habe beim letzten Mal nämlich einen Hyperloop gebaut von der vom Kohlekraftwerk sozusagen zurück zu meinem Hub. An der Stelle hier haben wir ein paar wenig Beschleuniger. Also die Strecke zum Hub geht ja relativ langsam. Wir probieren es mal aus. Ja, es ist okay, ne? So, jetzt die Strecke zurück zum Kohleminer. Da haben wir ein paar mehr Beschleuniger. Das sieht man jetzt hier auch schön links, ne? An wie viele Beschleuniger ich hier vorbeigehen muss. Und da geht die Strecke ein bisschen schneller. Und da sind wir auch schon da. Top, oder? Das ist eigentlich ein Fußweg von, weiß ich nicht, mindestens 10 Minuten oder so. Den wir jetzt hier innerhalb von Sekunden zurücklegen. Wie gefällt's? Ich habe das jetzt so verstanden. Pass auf, wenn du jetzt eine Foundation hast und Steuerung gedrückt hältst, dann rastet der sozusagen in einem vorgefertigten Raster für die Map. Also für, also direkt so ein Weltraster rastet der so ein. Ne? Was ich meine? Weißt du, was ich meine? Siehst du es ja auch gerade. Ich halte jetzt Steuerung gedrückt und die Platten sind in einem Raster. Das ist so das Raster, mit dem man zu bauen beginnen sollte, weil du kannst theoretisch dann an irgendeinen Standort gehen, da mit in meiner bauen oder sowas, keine Ahnung, und da wieder Steuerung gedrückt halten und auf die Foundations gehen und kannst im Prinzip im gleichen Raster, in dem dein Hub gebaut wurde, sozusagen da auch wieder anbauen, ohne dass du ewig mal eine Straße dahin hinbauen musst. Weißt du, was ich meine? Um im gleichen Raster zu arbeiten. Ich bin heute, ich muss dazu sagen, heute bin ich nicht so auf der Höhe. Sage ich gleich. Deshalb habe ich ja auch Wortfindungsschwierigkeiten. Ist nicht mein Tag heute. Aber ich wollte trotzdem heute streamen, weil ich schon lange nicht mehr gestreamt habe und ich Content brauche. Weiß ich noch nicht, ob das eine gute Idee war, aber werden wir herausfinden. Freiräume überlappen sich, es kann zu überschneiden. Also mir fehlt das Material, sonst könnte ich das. Nee. Brauche ich nicht. Das hier brauche ich. Ich kann natürlich immer jede Fabrik erweitern, weil das immer eigenständige Gebäude sind und ich da einfach dann eine Wand wegreiße und da einfach anbaue. Ja, ich kann, also ist jetzt nicht, dass ich krass die Sachen verbaut habe oder so. So, was habe ich gesagt? Hier produzieren wir 120, da drüben auch. Da werde ich auch gleich erstmal zweimal übertakten. Okay, dann haben wir 240. So, wenn ein Schmelzofen 30 frisst, dann brauchen wir, dann sind das 60, 120. Nee, nicht so viel. 240, ne? Also vier sich gegenüberstehende Schmelzöfen. Sehr gut. Quick Math. Hab's noch drauf. Ja, 4 mal 6 sind 24. Hoffe ich. Ich hoffe, ich blamier mich nicht. Manchmal ist es ein bisschen schwierig. Schön, dann verbinden wir den ganzen Bums jetzt noch mit Laufbändern, mit Förderbändern. Hier können wir MK1 zu den Schmelzern machen, weil da haben wir im Prinzip ja nur ein Input von 30 und diese Bänder fassen 60 pro Minute. Deshalb können wir die nehmen. Immer ein bisschen Ressourcen sparen. Ne?
So, jetzt geht's an die Verkabelung. Brauche ich immer gern auf die Splitter die Strommasten drauf. Ich finde, das sieht immer sehr gut aus. Auch fein, sehr ordentlich. So, jetzt haben wir die verbunden. Stellen wir natürlich bei jedem Schmelzer ein, dass der Eisenbarren schmelzen soll. Ich finde das Update übrigens mega geil, dass man das so ineinander bauen kann jetzt. Da kann man sich kreativ noch ein bisschen weiter ausleben. Wisst ihr, was ich meine? So, hier können wir jetzt schon anfangen, Konstruktoren hinzustellen. Und wir wollen jetzt gleich die Barren auch verarbeiten. So. Ich muss mal ganz kurz ins Rezept reingucken. Was brauchen wir denn für... modulare Rahmen brauchen wir nämlich verstärkte Eisenplatten und Eisenstangen. So, und jetzt, meine lieben Freunde, werde ich eine Webseite nutzen. Ich habe nämlich keinen Bock, mit auszurechnen. Wie macht man das denn? Ich habe das noch nie gemacht. Production. So, wir wollen das herstellen. Ist eigentlich egal, wie viel. Guck mal, hier sagt er mir ja schon 240 Iron pro Minute. 8-mal Schmelzer, das habe ich gebaut. So. Jetzt müssten wir 105 davon in 7 Iron Rod Constructor. Iron Rod, was ist denn Iron Rod? Achso, jetzt können wir hier noch einstellen, dass wir für Crews haben wir die hier, das Rezept haben wir. Wir müssen jetzt erstmal machen das anders. Hier kommen jetzt erstmal 240 an. 240 Eisenbarren. Also wir können schon mal 4 Konstruktoren aufstellen. Das können wir schon mal machen. Diese 4 Konstruktoren werden Stangen herstellen. Füllen die Konstruktoren. Ich arbeite jetzt zum ersten Mal mit dieser Webseite. Und es kann sein, dass ich ja Bullshit mache. Oder es wird mega gut. Wir schauen es uns an. Die Webseite berechnet ja schon sehr korrekt, was wir alles brauchen. Und der berechnet jetzt auch mit unseren alternativen Rezepten, weil wir haben nämlich ein alternatives Rezept für Schrauben. So, hier würden wir jetzt einfach... Warte mal. Ich mach das ganz einfach. Wir brauchen ja hier nur 60. Wir brauchen nur 60, dann arbeite ich auch nur mit MK1-Bändern. Dürfte ja hier eigentlich nichts schief gehen. Okay, wir filtern hier 60 raus. 60 pro Minute. So, die Stangen sind nachher wichtig für die modularen Rahmen. Wir werden übrigens nachher... Das Ende von Lied wird sein, wir produzieren 10 Frames pro Minute. Da wollen wir hin. Und führe dann... Jetzt pass auf. Führe dann diese beiden Bänder zusammen. Und habe jetzt hier einmal 45 und hier einmal 135 raus. Weil, kurz erklärt, dieser Splitter, hier ziehe ich ja 60 raus. Also hier auf das Band passen nur 60 pro Minute und die 60 mache ich zu Stangen. So, dann habe ich ja von meinen 240 180. Dann gehen hier 90 raus. Hier gehen auch 90 raus. Und hier lassen wir einfach die Hälfte wieder, also 45 wieder hier drauf gehen. Und 90 plus 45 sind 135, die gehen da lang. Und hier gehen 45 da lang. Top.
kann's. Quick Math. Bin Held. 3,6. Ich frage mich, ob ich das wirklich krass mache und eine Maschine einfach auf 60% laufen lasse. Die letzte. Ich glaube, das mache ich. Das wird mega genau. Letzte lassen wir auf 60% laufen. Okay, dann machen wir hier mal die Platten rein. Die wir hier hinten sammeln. 180, ne? Das heißt, 180. Müssen wir auf jeden Fall Förderband 3. 180, nee, 90 Platten machen wir. Komme ich auf 180? Weiß es auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. So. Jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's etwas hässlich. Brauche unbedingt diese komischen Stelzen, damit ich hier ein bisschen höher springen kann. Das habe ich nämlich auch noch nicht. So, wie viele Screws machen wir? 180, ne? Da brauchen wir schon MK3-Bänder. Übrigens, bei dieser Anlage, also bei dem Bau dieser Anlage, hat mir die Webseite Satisfactory Tools sehr geholfen. Ich packe euch mal den Link zur Webseite in die Videobeschreibung. Mal reinschauen. Na komm schon. Oh, wir haben keine Kabel mehr. Aber lol. Ey, das frisst aber auch Ressourcen, so eine Fabrik hier zu bauen, ne? Keine Kabel mehr. Aber ich kann auch welche herstellen. Per Hand. Mach ich doch gerne. Wir müssen jetzt... Müssen wir ganz kurz nochmal auf meine Webseite gucken. Auf meine schlaue Webseite, wo alles steht. Wir brauchen 5, die dann modulare Rahmen herstellen. Okay. 5. Mir fehlen Platten, mir fehlen wirklich Platten. Ich muss doch nochmal zum Lager. Geht mir das auf den Sack. So, sind jetzt hier alle Eingänge befüllt? Es sieht so aus. Ich muss mal gucken, ob der Strom reicht. Das könnte jetzt das einzige Problem werden, dass der Strom nicht reicht. Aber doch. Es reicht noch. Willst du mal away über der... Nee. Sind wir nicht. Wir sind noch genau im annehmbaren Bereich. Okay, da vorne kommen die ersten Stangen. Naja, wird schon. Ich habe ja alles ausgerechnet. Muss ja. Muss ja klappen. Wenn ich gerechnet habe, ich als Mathe-Genie, muss das ja klappen. Ich hoffe nur, ich habe nichts vergessen. Und jetzt ist... Es könnte mir jetzt noch das Genick brechen, dass ich vergessen habe, irgendwie... irgendwas mit Strom zu versorgen oder irgendwo ein Rezept einzustellen. Aber ich denke mal, wenn hier oben verstärkte Platten und der andere Bums ankommt, dann habe ich überall eigentlich gute Arbeit geleistet. Ja, ich habe das so ein bisschen versetzt gebaut. Also hier vorne haben wir das Problem, dass hier einfach noch nicht genug Stangen da sind, aber es sind schon sehr viele Platten da. Und da hinten haben wir das entgegengesetzte Problem, ne? Also müssten die eigentlich alle gleichzeitig anfangen zu arbeiten gleich. In meinem überambitionierten Lager. Aber es hat schon... Also manche Winkel, die man hier am Lager sieht, sind schon echt hübsch, ne? Also es hat schon was, wie die ganzen Ressourcen da hochwandern. Schaue ich schon ein bisschen verliebt drauf. Ist heute auch Valentinstag? Fällt mir sehr gut.
Also das Spiel kann schon echt hübsch sein. Es ist für mich auch das, ich kann es nicht oft genug sagen, dass das eines der besten Spiele der letzten Jahre, weil es wirklich so aufbautechnisch ein wirklich hübsches und sehr durchdachtes und sehr performantes und sehr gutes Spiel ist. So, kleiner Tipp von mir, ich baue hier immer so ein kleines Förderband davor, beziehungsweise bis ich irgendwann Monitore habe, dann mache ich das über Monitore. Ich baue so ein kleines Förderband hier vor, wo dann so zwei, drei Items hier vorne rausrutschen, dann sehe ich immer, was in dem Lager drin ist. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Satisfactory. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben endlich geschafft, Rahmen zu bauen. Da drüben, da, ihr seht es gerade, da kommen erst die ersten Rahmen und wandern ins Lager rein. Sehr, sehr schön. Das ist ein Schritt, den ich lange aufgeschoben habe, der aber notwendig war jetzt, dass wir auch mal Rahmen einlagern. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.